Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren YouTube-Video. Wir sind heute mal wieder bei Transport Fever 2 und ich habe mir überlegt, wir haben ja hier letzte Folge die Holzindustrie bzw. Werkzeugindustrie ein bisschen aufgesetzt. Und hier direkt nebenan habe ich gesehen, haben wir ein Stahlwerk und hier haben wir ein Kohlebergwerk, zwei Stück sogar, und ein Eisenbergwerk. Und da hätte ich vorgeschlagen, dass man einfach mal mit Booten vielleicht hier die Waren rüberbringen. Ja, da sollte man jetzt genug Geld haben, also wir machen echt gut Geld. Und dann könnte man ein bisschen in die Stahlproduktion einsteigen. Mit der Stahlproduktion können wir dann auch endlich mal Werkzeuge oder irgendwas machen, muss man dann gucken. Vielleicht bringen wir dann das Stahl hier hoch, um hier eben Güter zu produzieren. Und können wir dann gleich hier in Bangkok verbrauchen, die Güter. Müssen wir mal gucken. Jetzt würde ich aber sagen, schauen wir mal, wie wir das jetzt machen. So, hier würde ich sagen, bauen wir jetzt einfach mal einen Güterhafen. Wir drehen mit M und M. Oh, das ist jetzt ein bisschen blöd hier. Aber so können wir den hinbauen. Bisschen steile Wege, ein bisschen tief, aber naja, es funktioniert. Und ist verboten. Mehr wollen wir jetzt erstmal nicht. So, dasselbe machen wir jetzt hier. Und dem Eisen. Bergwerk. Ich glaube, eben gab es irgendwo eine Verbindung, was hingehört hat, oder? Sonst müssen wir da jetzt mal eine kurze Straße bauen. Und dann denke ich mal, kriegen wir das bestimmt irgendwie verbunden. Machen wir einfach mal so, würde ich sagen. Und dann schauen wir, wie wir hier das Dock rankriegen. Vielleicht ein bisschen drehen. So. Na, das will sich irgendwie nicht verbinden. Sonst, was wir mal machen könnten. Setzen jetzt einfach mal hier den Dock hin, oder das Dock, und verbinden das einfach mal, ups, so, und dann ist es auch verbunden, wunderbar. Dann haben wir hier noch unsere Kohlebergwerke. Wie verbinden wir die jetzt? Ich überlege, ob man die irgendwie, ja, gleich zusammenbindet und dann irgendwie zum Hafen bringt mit LKWs oder so, aber vorerst hätte ich mal gesagt, wir machen hier einfach mal einen Hafen hin, schauen, dass wir das verbinden. Und später kann man dann vielleicht hier noch mit LKWs von dem Bergwerk auch noch Waren hier rüberfahren. Ach ja, eine neue Änderung gab es. Wir nehmen jetzt in 4K auf, das heißt, Qualität sollte jetzt ordentlich viel besser sein. Und ich hoffe, das gefällt euch auch so. Schaut jetzt ein bisschen schöner aus alles. Und ja. So, jetzt hoffen wir mal. Machen wir mal so, ich will jetzt keinen Tunnel haben. Kostet ein bisschen mehr, aber okay, das ist schon verbunden. Das ist sehr gut. Wunderbar. Mehr brauchen wir eigentlich erstmal nicht, damit wir Stahl produzieren können. So. Wir können theoretisch ein zweites Dock dran bauen. Jetzt probieren wir erstmal, wie es mit einem ist. Weil wenn wir jetzt zwei Boote oder mehr immer ranfahren haben, dann kann es natürlich sein, dass die hier warten müssen. Aber vielleicht bauen wir da einfach ein zweites Dock noch hin. Aber jetzt bauen wir erstmal eine Werft. Machen wir die Geschwindigkeit wieder auf zweifach. Und dann bauen wir eine Werft hin. Und zwar hier hinten, würde ich sagen. Okay. Bis auf, ja, einen Flughafen könnte man theoretisch hier noch hinsetzen. Aber sonst kommt hier eigentlich nichts mehr. Oder? Ja, gehen wir mal hier hinter. Hier sollte definitiv nichts mehr hinkommen. Wo uns die Werft stören würde. Wunderbar. So. Was haben wir denn für Schiffe? Immer noch die gleichen. So, das ist rein für Öl. Und die beiden können wir vielleicht alles hernehmen eigentlich. Das ist ein bisschen schneller als das. Kostet auch ein bisschen mehr. Aber ich würde sagen, wir nehmen mal fast das hier, weil das haben wir schon zwei, drei Mal hergenommen. Jetzt würde ich sagen, nehmen wir mal das Rigi. Brauchen wir erstmal noch ein paar Linien. Einmal von hier hierher. Das nennen wir mal Faisalabad. Doppelpunkt. Kohle. Stahl. Wunderbar. Dann nochmal eine neue Linie. Von hier und hierher. Und das ist dann Faisalabad. Ups. Doppelpunkt. Da hat man durch Eisen. Stahl. Wunderbar. Jetzt haben wir mal unser Boot.
Vielleicht können wir das ja auch später noch ein bisschen wegmachen, dann können die Schiffe hier schneller vorbeifahren. Das müssen wir dann sehen. Jetzt kaufen wir erstmal zwei Schiffe. Machen zwei von dem Typ. Zack. Und eine machen wir uns auf die Eisenroute und die andere auf die Kohleroute. Wunderbar. Dann sollte man hier dann auch bald Einnahmen machen. Und theoretisch könnte man dann wirklich von hier mit einem Boot den Stahl hier rüberbringen. Oder hier rüber. Ich habe gerade gesehen, wir haben hier eine Maschinenfabrik und wir machen ja hier auch, haben ein Sägewerk. Da können wir theoretisch auch, Bretter vom Sägewerk hierher dann auch bringen. Das ist dann bestimmt auch ganz gut, falls wir das so machen würden. Und wir haben hier auch nochmal Eisen, das heißt, wir können das Eisen dann hier auch nochmal rüberbringen. Dann haben wir hier wirklich auch vier Zulieferer für unser Stahlwerk hier oben. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt. Gut. Dann lassen wir das erstmal anlaufen. Jetzt können wir mal gucken, was wir noch erweitern können. Ich habe mir gedacht, wir erweitern vielleicht hier ein bisschen unsere Essensfabrik. Obwohl wir hier eventuell einfach mal den LKW-Platz hier erweitern sollten. Ja, der quillt da über. Das wollen wir mal konfigurieren. Den können wir nämlich erweitern, dass hier mehr Cargo drauf passt. Und zwar müssen wir einfach nur hier was anbauen. Ich mache jetzt mal zwei mehr. Ich mache hier auch zwei mehr, damit es einfach schöner ausschaut, auch wenn wir es jetzt nicht unbedingt brauchen. Aber dann schaut es besser aus. So, jetzt können hier mehr Lebensmittel gelagert werden. So, wenn wir gerade hier sind, das hat mich ja so ein bisschen gestört und wir haben jetzt eigentlich genug Geld, dann könnten wir das auch mal ein bisschen bearbeiten hier. Nehmen wir mal das Kleidungstool einfach. So richtig gut schaut es noch nicht aus. Machen wir die Stärke ein bisschen hoch und die Größe noch ein bisschen nach oben. Naja, irgendwie will das Ganze. Da müssen wir hier ein bisschen das Terrain auch anheben. So, und dann glätten wir das Ganze nochmal. So, und jetzt schaut es da einigermaßen gut aus hier. So. Sieht das nicht mehr so künstlich aus, sondern ein bisschen mehr natürlich. Ah, jetzt ist schon wie so eine Kante. So, jetzt nochmal glätten. So. Ja, so sollte es passen. Das war jetzt irgendwie so eine komische Kante drin, aber das passt jetzt erstmal. Ordentlich viel Geld ausgegeben. Aber dann schaut das schöner aus. Muss ja auch hübsch ausschauen. Bei diesen Spielen baut man ja doch so, dass es nicht nur praktisch ist, sondern eben auch hübsch. Da macht es dann auch gleich mehr Spaß, wenn das Ganze gut ausschaut. Gut. Jetzt sehe ich gerade, hier hat man noch irgendwo Öl in der Nähe, oder? Ne, ich glaube, habe mich vertan. Aber hier haben wir dann auch Chemiefabrik, hier könnte man dann auch Güter produzieren. Und hier hinten haben wir Öl. Ja, das könnte sich sogar fast lohnen, hier eine Route einzurichten, die hier immer hinfährt. Hier hinten haben wir sogar nochmal Öl. Kann man theoretisch von hier eine Route hier hinterbauen. Hier hat man ein Stahlwerk in der Nähe. Allerdings ist unser Stahlwerk da hinten. Vielleicht ist es nicht so die beste Idee. Hier haben wir auch eine Ölraffinerie. Hier haben wir eine Ölquelle. Aber keine Chemiefabrik, die uns Plastik produziert. Die machen es uns hier echt nicht einfach auf der Karte. Ist hier mal echt schön, dass nah beieinander liegt oder so. Gibt's echt nicht. Wirklich gemein. So, jetzt schauen wir mal auf unsere Routen hier hinten. Und wie das Ganze läuft. Hier haben wir schon die Stahllieferung mit 70 Stahl. Und hier Kohle. Was ist so laut? Hier sehen wir, dass schon einmal Kohle angekommen ist. Das heißt, Kohle ist natürlich ein bisschen schneller, weil die näher dran sind. Jetzt können wir mal gucken, was die für eine Rate haben. Eisen ist ein Drittel davon. Das heißt, wir sollten vielleicht die Eisenlieferung zumindest nochmal ein Boot kaufen, wenn nicht sogar zwei, dass wir hier dann auch auf 150 ungefähr kommen. Weil das dauert ja doch ewig, bis hier das Schiff nochmal vorbeikommt. Würde ich sagen, da kaufen wir auch mal schnell erstmal ein Boot. Oder kaufen wir gleich zwei. Nee, lass mir erstmal ein Boot kaufen. Das ist eh teuer genug. Das kann man dann auf die Eisenroute schicken. Dann kommt jetzt zumindest ein bisschen mehr Eisen dann an. Weil so ist es dann noch ein bisschen wenig. Ich hoffe, dass wir irgendwann Flugzeuge freischalten. Ich weiß nicht, in welchem Jahr das losgeht mit Flugzeugen.
Weil hier können wir natürlich schön mit einem Transportflugzeug arbeiten. Hier haben wir Platz für den Flughafen, könnten dann hier schön das Stahl einladen und dorthin bringen, wo wir es eben dann brauchen. Und dann ist auch theoretisch egal, wo wir die Güter dann, ja, die Waren fabrizieren wollen. Da könnte man doch wirklich das hier sogar machen, dass man diese Route hier nimmt. Und dann könnte man, ja, vielleicht das hier ganz, das alles mal planieren und dann irgendwo hier einen Flughafen hinpacken. Und dann könnte man direkt hier Stahl ausladen und könnte hier Waren produzieren. Aber vielleicht orientieren wir uns mal in diese Richtung und schauen, dass wir hier eine Plastikroute einrichten. Ich glaube, das ist keine schlechte Idee. Ist zwar alles ganz schön eng hier, aber warum nicht? Na, man muss ein bisschen was austesten, ein bisschen riskieren. So. Aber wenn ich jetzt gerade so auf die Uhr gucke, würde ich sagen, machen wir das nächste Folge. Das war es mal für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Denkt auch vielleicht über ein Abo nach. Ist immer nett zu sehen, wenn man abonniert wird. Vor allem so viele Abos sind jetzt noch nicht bei mir. Lasst bitte Feedback da, wie es war. Vielleicht schreibt einen Kommentar, würde ich mich freuen. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.